Die diesjährige Sommerreise führte uns in südliche Gefilde, nämlich nach Ungarn und Rumänien. In Ungarn machten wir einen Abstecher in die Hortobágy-Puszta. Es handelt sich um ein Gebiet, das seinen ursprünglichen steppenähnlichen Charakter als Folge systematischer Kultivierung inzwischen verloren hat, dennoch aber die ebene Weite der Landschaft mit Schafherden, Geflügelzucht und Maisanbau zum Ausdruck bringt. Entstanden ist diese baumlose, flache und von Tieren oder Ziehbrunnen belebte Puszta dadurch, dass Tataren und Türken Wälder und Siedlungen vernichteten. So blieb das Land den Hirten vorbehalten. Die Hortobágy-Puszta ist die größte Puszta Ungarns und umfasst 63.000 Hektar. Die Nacht verbrachten wir auf einem Campingplatz nahe der rumänischen Grenze. Hier hatten wir auch einen kleinen Besucher. Die erste größere rumänische Stadt ist Oradea, das vermutlich auf den Ruinen der römischen Siedlung Ulpianum gegründet wurde. Die alten Gebäude der Stadt stammen zumeist aus der Zeit Maria Theresias und sind vorwiegend im Barockstil gehalten. Sehenswert ist auch die orthodoxe Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert. Eine sensationelle Sehenswürdigkeit erwartet den Naturfreund in der Umgebung von Oradea, wo der im Winter nicht vereisende Peterbach entspringt. In seinem Oberlauf, der sich zu einem See ausweitet, schwimmen zahllose Blätter und weiße Blütensterne auf dem dunklen, stillen Wasser. Seerosen, die in dem stets 28 Grad warmen Wasser der Peterquelle seit der Tertiärzeit wachsen und gedeihen. Diese Seerosenspezies, Nymphaea lotus, gibt es nur sehr selten in Südosteuropa, sodass man fast von einem Naturwunder sprechen könnte. Auch an diesem Abend erwartete uns eine kleine Überraschung. Unsere Wohnung, kurz Mucki genannt, begann sich nämlich in ihre Bestandteile aufzulösen und das bereits am Beginn der Reise. Es sollte aber im Laufe der nächsten Tage noch lustiger werden. Zunächst ging jedoch noch alles gut und unser Weg führte uns durch das Gebirge über verschiedene Pässe in Richtung Moldaukloster. Leider war das Wetter nicht sehr schön. Bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts war diese Gegend von weiten Wäldern bedeckt. Im Jahr 1837 stürzte der mit dichtem Tannenwald bestandene Steilhang des Gilkosberges ab, sperrte das Tal und hemmte den Lauf der Gebirgsbäche. Auf diese Weise entstand der Lac Ulrochu. Noch heute ragen aus dem See die Kronen von Tannen heraus, die man Speerspitzen nennt. Weiter kamen wir zur Bizatzklamm, deren Kalkwände viele hundert Meter hoch sind und im Höllenschlund fast bis auf 6 Meter zusammenrücken. Am nächsten Tag begann unsere Besichtigung der Moldauklöster. Humor ist die älteste Kirche, deren bemalte Außenwände beinahe unversehrt sind. Auf dem hohen, aus Tannenholzschindeln angefertigten Dach stehen nur 2 Kreuze. Kuppel und Glockenturm fehlen. Die Fresken der Südfassade sind am besten erhalten, weil diese vor Regen und Schneefällen geschützt ist. Im Innenraum befinden sich 4 ungewöhnlich schöne, tragbare Ikonen mit Christus, der Gottesmutter und den Erzengeln. An der Kirche von Voronezh zieht die gewaltige Komposition des Gerichtes über die ganze Westfassade, die von weitem aussieht wie eine große, flache Muschel. Auf blauem Grund stehen sich Himmel und Hölle gegenüber. In der Höhe rollen Engel das Lebenstuch mit Sternbildern auf. Darunter thront Christus, Richter am jüngsten Tag. Rechts und links Engel, vor ihnen sitzen die Apostel auf reich verzierten Bänken. Im mittleren Streifen werden die Landes- und Glaubensfeinde, Türken und Tataren, zur letzten Abrechnung geführt. Der burgunderrote Höllenschlund, der sich zu Füßen des Pantokrators öffnet und die Sünder verschlingt, nimmt die rechte untere Bildhälfte ein. Teufelsfratzen, wilde Tiere und Drachen speien ihre Opfer aus. Die Toten erheben sich in ihren Gräbern. Engel kämpfen gegen Dämonen, die das Gewicht der Waage zugunsten der Hölle belasten wollen. Die Prozession der Auserwählten, deren Häupter der Heiligenschein wie eine große goldene Scheibe umstrahlt, schreitet zur Paradiespforte. Die Südfassade zeigt den Stammbaum Christi, die sogenannte Wurzel Jesse. Aus Jesse, Davids Vater, wächst das Geschlecht, das in Maria und Christus gipfelt. Auf leuchtend blauem Hintergrund breitet ein üppiges Rankennetz seine blatt- und blütenreichen Zweige aus. Die einzelnen Blätter bilden Schalen,
in denen Propheten und kleine Gruppen von Gestalten aus dem Alten Testament stehen. Die Klosterkirche Moldovita überragt mit ihrem geschweiften Schindeldach die sie umgebenden Befestigungen und Mauern, an deren Südseite drei Wachtürme stehen. Am Fuße der Berge, zwischen Moldau und Siebenbürgen gelegen, soll das Kloster ursprünglich dem Grenzschutz gedient haben. Die Klosterkirche Suceavita liegt in einem Hof, der 100 x 104 Meter misst und von einer gewaltigen Mauer mit Wachtürmen eingerahmt ist. Die prachtvolle Himmelsleiter des Johannes Klimax erkennt man auf den ersten Blick, wenn man den Klosterhof betritt. Die sogenannte Tugendleiter ist auf das Werk jenes Johannes zurückzuführen, der im 7. Jahrhundert Eremit, dann Abt des Sinai-Klosters war. Sein griechischer Beiname Klimax bedeutet Treppe oder Leiter. Die 30 Stufen der von ihm konzipierten Treppe sollen den 30 Lebensjahren Christi entsprechen. Andererseits war jede Stufe für die Menschen als Mahnung gedacht, Versuchungen Widerstand zu leisten und als Aufforderung, den steilen Weg zum Paradies hinaufzusteigen. Jede Stufe auf dieser Leiter kennzeichnet eine bestimmte Sünde und auf der Wandmalerei, die wir vor Augen haben, ziehen Teufel die Seelen der Bösen mit aller Gewalt in die Hölle hinunter. Im grün-grauen Chaos der Hölle winden sich entblößte Leiber mit verrenkten Armen und Beinen. Auf der anderen Seite schweben Reihen von Engelscharen mit weiß und blau gerahmten roten Flügeln dicht nebeneinander zum Himmel empor. Im Innern sieht man herrliche, vergoldete Holzschnitzereien. Die leicht nach innen gebogene Fassade der Klosterkirche Arbore ist mit 64 Bildern über und über bedeckt. Der Maler Dragosch hat sie im Jahr 1541 geschaffen und eine Art von perspektivischer Wirkung dadurch erreicht, dass er Nuancen derselben Farbe neben und übereinander gesetzt hat. Vor tintenblauem Hintergrund heben sich Frauen in olivgrünen Gewändern ab. Auf violettem Fels stehen moosgrün gekleidete Ritter. Die bezaubernde Klosterkirche von Dragomirna wirkt, verglichen mit den anderen moldauischen Kirchen, hoch und schlank, zumal das Kirchenschiff ausgesprochen schmal ist. Der übermäßig reich dekorierte, steinerne Turm steht in auffallendem Gegensatz zu den schlichten Fassaden. Das Kloster Neamt, umgeben von hohen Mauern und Türmen, ist als Gesamtanlage ein Meisterwerk. Für die Klosterkirche wurden alle Stilelemente moldauischer Baukunst aus dem 15. Jahrhundert verwendet. Das Neamt-Kloster war ein Kulturzentrum der mittelalterlichen Moldau, in dem gelehrte Mönche Chroniken und Manuskripte verfassten und mit wertvollen Miniaturen schmückten. Agapia ist ein Nonnenkloster. Weißgekalkte Gebäude mit Arkadengängern umrahmen Kirche und Gärten. Hier kann man auch übernachten. Nach diesen interessanten Besichtigungen führte uns unsere Reise weiter Richtung Donaudelta. Bei Galatia mussten wir die Donau mit einer Fähre überqueren. Dies war jedoch mit einigen Aufregungen verbunden. Gott sei Dank überstand unser Gefährt auch diese Prüfung ohne Probleme. In dieser Gegend gibt es große Ringrottenplantagen und ich wurde natürlich zum Stehlen angestiftet. Weiter ging die Fahrt knapp an der russischen Grenze entlang. Im Hintergrund sieht man sogar einen Wachturm. Bald darauf trafen wir bei dem nächsten Höhepunkt dieser Reise ein, dem Donaudelta. Wir fuhren bis Murigiol. Dies ist der letzte Ort, den man mit dem Auto erreichen kann. Von hier aus erforschten wir das Delta mit einem kleinen Fischerboot. Aufbruch war bereits um 6 Uhr früh, das heißt Tagwache um 5. Das 4.340 Quadratkilometer umfassende Gebiet, teils Wasser oder Sumpf, teils baumbestandenes Land, dazwischen Schilfinseln, die allmählich wachsen durch Geröll, das die Donau ins Delta schwemmt, ändert ständig sein geografisches Bild. Dieser kleine Kosmos erweckt den Eindruck, als wären Wasser und Land wie vor der Erschaffung der Welt noch nicht voneinander geschieden. Tausende von Vögeln leben im Delta, zahllose Zugvögel lassen sich vorübergehend hier nieder.
Wie man sieht, kann man aus Seerosen hübsche Schmuckstücke anfertigen. Die Mittagspause verbrachten wir auf einer Insel, wo unser Führer ein gutes Mittagessen kochte. Die Suppe wurde aus Donauwasser gekocht. Im Delta gibt es wunderschöne Libellen, aber auch weniger hübsche Mücken. Wie des Öfteren musste das Bett repariert werden, da sich ein Stützbrett selbstständig zu machen pflegte. Am nächsten Tag fuhren wir weiter Richtung Schwarzmeerküste und Konstanza. Diese Stadt hat ca. 200.000 Einwohner und ist der größte Hafen Rumäniens. Sehenswert ist das ehemalige Spielcasino. Ist eine einmalige Sammlung von mehr als 200 Originalbauten aus allen Gegenden des Landes. Jedes dieser bäuerlichen Anwesen, jede dieser Kirchen, die hierher verlegt wurden, ist ein kleines Volkskundemuseum. Man hat den Eindruck, sich in einem richtigen Dorf zu befinden.
Überall, wo wir stehen blieben, versammelten sich sofort Menschenmassen um das Auto. Das imposante Kastell Bran liegt auf einem Gipfel der Karpatenvorberge am Anfang des gleichnamigen Passes, durch den im Mittelalter eine Handelsstraße von Siebenbürgen über die Balkanländer in den Orient verlief. Um den sicheren Transport der kostbaren Waren, Stoffe aus Flandern und der Lombardei, Waffen aus der Steiermark, Silber aus Augsburg und Nürnberg zu gewährleisten, gab der ungarische König Ludwig von Anjou den Kronstädtern die Erlaubnis, eine steinerne Burg zu bauen, die 1382 vollendet wurde. Bran mit seinen Wellen und Türmen wirkt aus der Ferne wie eine Illustration zu einem Ritterroman oder auch der Kulisse für einen Dracula-Film. Graf Dracula soll nämlich in dieser Gegend Transsilvanien gehaust haben. In der Provinz Siebenbürgen schrieb der englische Schriftsteller Bram Stoker seinen berühmten Roman Dracula. Graf Dracula mit weit geschwungenen Nasenflügeln, blutroten Lippen und langen scharfen Zähnen verkörpert die heutige Vorstellung eines Vampirs. Wenn das grausige Blutfestmahl vorbei ist, schleichen die Vampire zurück in ihre Särge, wo man sie leicht an ihrem tadellos erhaltenen Leichnam erkennen kann. Es spielt keine Rolle, wie lange Vampire schon begraben sind. Man sagt, die Bestien sehen stets so aus, als lebten sie noch. Knoblauch, Salz oder ein Kruzifix mögen sie vielleicht vertreiben, aber es gibt nur einen einzigen Weg, sie zu vernichten, indem man ihnen einen Holzpflock durch das Herz bohrt. Dabei löst sich ein schauerlicher Todesschrei von ihren Lippen. Einsame Friedhöfe sind oft die Heimat der Vampire. Dieses Bild strahlt etwas Unheimliches aus und man könnte sich vorstellen, dass hier wirklich die Toten zwischen den Grabsteinen umherwandern. Der Kuss des Vampirs, ein Bild des in Polen geborenen Malers Boleslas Biegas aus dem Jahr 1916. Der riesige Vampir hat Flügel und ähnelt nicht dem bekannten Grafen Dracula. Biegas drückt dadurch aus, dass Vampire verschiedene Gestalt annehmen können. Auf diesem Bild wird der sexuelle Aspekt deutlich. Leicht beunruhigt durch derartige Schauergeschichten und die dazu passende Gegend, setzten wir unsere Reise fort und kamen nach Brasov. Im Zentrum der Stadt befindet sich die Schwarze Kirche, die als Wahrzeichen von Kronstadt auch das ganze Stadtbild beherrscht. Der Bau heißt Schwarze Kirche, seitdem ein Brand im späten 17. Jahrhundert die Mauern und Außenfiguren schwarz gefärbt hat. Ganz in der Nähe befindet sich das Rathaus. Das Anfang des 15. Jahrhunderts errichtete Gebäude wurde 1788 barockisiert und kurz vor dem Ersten Weltkrieg erneuert. An der Stirnseite des alten Rathauses prangt das farbige Stadtwappen. In Sibiu sieht man die alten Stadtmauern mit ihren Türmen und Basteien, die noch heute den Namen der Zünfte tragen, welche sie vor 500 Jahren gebaut haben. Ein weiterer Aspekt des rumänischen Alltagslebens ist das tägliche Anstellen um Lebensmittel oder Medikamente. Weiter ging unsere Fahrt und 50 Kilometer nach Arad überschritten wir die Grenze nach Ungarn. Südlich der Stadt Kecskemét liegt eine 16.000 Hektar große Puster, nach dem Ort Bugacs genannt, deren weite Sandsteppe in den letzten Jahrzehnten bis auf einen Nationalpark kultiviert wurde. Langsam fuhren wir auf sehr schlechter Straße zum Zentrum des Nationalparks. Hier gibt es ein großes Gestüt und wir konnten auch die typischen Reitervorführungen sehen.
Nächste Station war Budapest, wo wir wieder einmal im japanischen Garten auf der Margareteninsel spazieren gingen. Am nächsten Tag fuhren wir weiter bis zum Neusiedlersee, wo wir noch das schöne Wetter genossen. Gut zu Hause angekommen, musste ich leider meine Reiseschuhe zu Grabe tragen, da sie bereits über automatische Belüftung und im Fall eines nassen Untergrundes über automatische Fußspülung verfügten.